Hallo zusammen. Wir sind heute an einer ganz besonderen Grenze, an einer innerdeutschen Grenze. Die zeigen wir euch gleich. Ich bin hier unterwegs mit der lieben Emily und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf von Rheinland-Pfalz. Das ist nämlich hier. Also quasi jetzt bin ich in Rheinland-Pfalz. Richtig. Und jetzt bin ich in Nordrhein-Westfalen. Aber hier überall ist der wunderschöne Rodderberg, einer meiner allerlieblingsplätze. Ich bin hier groß geworden, also nicht direkt hier oben, aber ich habe hier sehr, sehr viel Zeit verbracht. Ich liebe es hier, es ist wunderschön, es gibt ganz viel zu erzählen. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen los. Ja. Also falsche Richtung, nein, falsche Richtung. Also das ist auch schön, da gibt es auch den Rolandsbogen zum Beispiel. Das ist eine alte, also jetzt muss mal kurz sagen, ich habe nochmal nachlesen müssen, obwohl ich hier jahrelang verbracht habe. Und meine Kindheit, meine Jugend, wir haben hier Partys gefeiert, wir waren hier spazieren stundenlang, mein ganzes Leben lang. Muss ich nochmal nachlesen, wie das mit den Zahlen und so ist. Und ich kriege das auch bestimmt nicht alles richtig hin. Aber der Rolandsbogen war eine Burg vor vielen, vielen Jahrhunderten und ist ein paar Mal zerstört worden, beim Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel. Und die Ruine steht dann noch, man kann da essen gehen in Nicht-Corona-Zeiten. Und es ist einfach wunderschön, der Blick auf Nonnenwert und Grafenwert, was ja auch in Rheinland-Pfalz ist, und auf in den Drachenfels. Und es gibt auch eine Sage, die Rolandssage, die heißt so, dass ein Mann, ein Ritter, gestorben ist auf diesem Rolandsbogen und er hatte seine Geliebte, ich glaube, die hieß Helena, am Drachenfeld. Alle Geliebten heißen Helena. Natürlich, ja. Und die war dann so, ihr Herz war gebrochen, sie ist dann ins Kloster gegangen. Jetzt laufen wir gerade eben am Rodderberg entlang. Der Rodderberg ist ein alter Vulkan, also beziehungsweise der jüngste Vulkan, den es in dieser Gegend gibt. Der nördlichste Vulkan, den es auch hier in Deutschland gibt und oder gab, der ist 800.000 Jahre alt. Und das letzte Mal vor nur, ich glaube, 25.000 Jahren, sagt man das, explodiert? Nee, wie sagt man ausgebrochen. Das? Ausgebrochen, genau. Ja. Das heißt, wir können hoffen, dass er jetzt erstmal ein bisschen Ruhe gibt, denn 25.000 Jahre ist er gar nicht alt. Viele der anderen Vulkane hier in der Gegend sind 2, 4, 5 Millionen Jahre alt und eben der junge Rodderberg, das ist halt quasi der kleine Bruder von den anderen, der ist nur 800.000 Jahre alt und ja, also auch diese Zahlen sind ohne Gewähr, aber zumindest ist es aber sie sind beeindruckend. Ja, genau. Und wenn man ein Rund oder Zirka davor macht, dann kann eigentlich auch einem niemand ans Zeug kicken. Genau, vor allen Dingen, wenn es um Millionen geht. Genau. Egal, circa 1 bis 15 Millionen Jahre alt. Ja. Wir gucken hier runter, seht ihr gleich vielleicht ein bisschen besser von dem Aussichtspunkt. Das ist der Rhein da unten logischerweise. Da hinten ist eben Nonnenwert, ich weiß nicht, ob ihr das alle schon kennt, weil das eben Rheinland-Pfalz ist, eine kleine Insel auf dem Rhein, wo es auch eine Schule gibt. Da sollte ich übrigens hin als Kind. Okay. Aber du warst nicht fromm genug? Nein, meine Eltern haben gesagt, aber warte mal, wenn deine Schwester auf einer anderen Schule ist in NRW und du in Rheinland-Pfalz auf einer Schule, dann haben wir echt ein Problem mit den Urlaubstagen. Okay. Und deswegen bin ich da nicht hingegangen. Aber ich fand das total cool, weil Nonnenwert eine Schule ist, wo du mit dem Schiff jeden Morgen rüberfahren musst. Und das ist, ich meine, so als 12-, 13-Jährige findest du das natürlich großartig. Das habe ich die ganze Zeit von dem Rodderberg erzählt. Das totale Idylle, nie Autos und so. Jetzt nee. Gerade in diesem Moment ein Auto entlang. Aber wenn du dich jetzt mal, wir drehen uns jetzt mal in die Richtung. Wir sehen jetzt hoffentlich gleich besser, aber man sieht hier ja so eine Kuhle, ne? Mhm. Also, und das ist eben quasi der Ausgang von diesem Vulkan. Und man sieht auch überall noch Gestein. Emily zeigt euch die Größe nochmal. So groß. Ja. Jedenfalls, wir gucken jetzt erstmal hier auf den Rhein gleich bei dem Aussichtspunkt. Aber da hinten in der Kuhle ist auch der Bräuchhof. Und das ist eine alte Wasserburg, die ist schon seit Jahrhunderten bewohnt und ich glaube seit 150 Jahren mindestens von einer Familie Schäfer bewohnt. Und dieser Bräuchhof ist aber auch ein Reiterhof und der ist im Besitz von den Schneiders. Und das sind einer meiner ältesten und liebsten Freunde und Familie. Und witzigerweise, obwohl wir seit Jahren befreundet sind und man da reiten kann und die tollsten Pferde da sind, habe ich mich nie für Pferde interessiert. Ich war immer nur oben und habe zugeschaut, wie die anderen geritten sind. So, gleich dazu später mehr, aber jetzt würde ich sagen, drehen wir uns um und gucken uns diesen wunderschönen Ausblick an. Ist das nicht cool? Heinrichsblick steht hier. Das ist auf Lavastein hier Oh ja.
gebaut quasi oder auch errichtet. Und da, diese Steine findet man überall. Die haben wir früher als Kinder auch gesammelt. Mhm. Und immer vorgestellt, dass es noch heiß ist und so. Ne? Ja. Auf jeden Fall, wenn man hier gerade ausguckt, sieht man natürlich den Rhein. Das ist die der südlichste Der südlichste Punkt der Kölner Bucht hier, wo wir gerade stehen. Wird auch hier sehr eng an dieser Stelle. Ich glaube, das liegt nämlich auch an der Insel von Nonnenwerth, aber auch das ist, weiß ich nicht genau. Da vorne, also geradeaus, ist der Drachenfels. Ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist, aber das die fand ich auch... Die Zahnradbahn, die da hochfährt. Ja, natürlich. Zum Beispiel. Ja. Und eben auch die ganzen die Sage dazu mit dem Drachen natürlich. Und ja, also total aufregend. Da war ich als Kind natürlich auch echt oft. Daneben, das sieht man heute, oder beziehungsweise das ist das Siebengebirge, diese ganzen kleinen Hügel. Und zwei Hügel weiter ist der, nee, das ist ja gar nicht, der Petersberg, genau. Da sind früher die ganzen Regierungstreffen so gewesen. Ja, ne? Die sind, ist jetzt gerade nicht, aber logischerweise. Und spätestens seit Berlin ist es nicht mehr so wichtig. Und an schönen, richtig schönen Tagen, also es muss wirklich total klar sein, kann man den Kölner Dom hier sehen. Oh wow. Ja, also das wäre dann in die Richtung, das ist heute, man kann noch nicht mal den Posttower in Bonn sehen, der ist da, also vielleicht erahnst du das auf der, aber das sieht man jetzt nicht, aber an richtig klaren Tagen kann man sogar den Kölner Dom sehen und fühlt sich so als kleine, als Kölner. Also ich wohne ja gerade in Köln, deswegen, das ist alles sehr heimatverbunden hier. Natürlich habe ich eine Drachenfrage. War das früher für euch als Kinder? Habt ihr das tatsächlich geglaubt, dass da hinten Drachen wohnen? Wie wohnen die da nicht? Na klar, haben wir das geglaubt. Habt ihr auch welche gesehen? Ich meine, heute Morgen, das ist ja Drachendampf, warum es so neblig genau, noch ist. Und ich meine, nachts ist es hier oder abends ist es hier fast noch schöner, weil das alles erleuchtet ist. Und zur Weihnachtszeit gibt es so Lichtspiele und so. Und als Kinder haben wir schon natürlich gedacht, dass da jemand ist und ein Drache ist und so. Also vielleicht bis 6 oder 7, ne? Aber egal, allein diese Idee, diese Vorstellung, dass da Ritter waren und dass da Menschen gelebt haben, das finde ich jetzt immer noch total aufregend, ehrlich gesagt. Und ganz spannend, ja, ich bin ja Amerikanerin, ne? Wir haben solche Geschichten nicht. Und das ist für mich dann deswegen, glaube ich, noch spannender, wenn ich dann höre, irgendwas ist Jahrhunderte alt, Jahrtausende, 1000 Jahre alt. Also natürlich gibt es Sachen in Amerika, naturmäßig, die ganz alt sind, aber diese Gebäude und so, das gibt's nicht. Und ich meine, es gibt ja ganz viele amerikanische Touristen, wenn man kommen darf, die mit dem Boot hier in den Rhein entlang fahren und sich diese ganzen Sachen erzählen lassen und auch total, also die Lorelei und so, das ist ja, ich finde das total aufregend. Wir sind immer mit dem Zug von Bonn nach Frankfurt gefahren, um nach Amerika zu fahren. Und dann früher war es eine andere Strecke, eben am Rhein entlang. Und dann kam immer die Durchsage, und jetzt fahren wir an der Lorelei vorbei. Die Sage geht so folgendermaßen, dass die Männer bezirzt und dass die alle gegen die Felsen gerammt sind und alle verstorben sind. Und die hatte lange blonde Haare. Und als Kind, und ehrlich gesagt immer noch, finde ich das total aufregend. Wir sind jetzt auf so einer Erhöhung. Wenn man sich hier umdreht, dann sieht man hier diesen herrlichen, auf Englisch würde man sagen Valley, ne? Also das ist eben diese Kuhle von dem Vulkan. Das ist ja, wie gesagt, schon lange erloschen. Aber dadurch, dass hier durch diese Lavasteine und die Erde, die hier ist, wachsen hier ganz viele tolle Blumen, Flora und Fauna, sagt man ja. Und das ist hier auch schon seit 1927 Naturschutzgebiet hier oben. Hier ist auch, wird ein bisschen erklärt, was man nicht machen soll. Also eben nicht hier rumlaufen und Müll hinterlassen. Aber dass hier alle möglichen Insekten und Kräuter und Blumen und alles Mögliche hier ist, was total toll ist. Oh, hier gibt es ein Gipfelbuch. Ich habe mich noch nie eingetragen, ne? Obwohl ich ja tausendmal war. So. Oh, da ist auch eine Spinne da drin noch. Ja. Ach, eine historische. So, mache ich das jetzt? Mehrere tausend Jahre alt. Oh, und das ist auch schon total voll. Wir haben früher in dem Krater, wo wir jetzt gerade hinlaufen, gespielt und da waren auch Fuchslöcher und also gibt es bestimmt immer noch. Da hatten wir auf jeden Fall eher, also weil du gerade von Drachen sprachst, nicht vor den Drachen und Angst, aber vor den Füchsen und den ganzen Tieren, die da waren, weil man die natürlich auch gesehen hat. Und es war damals Tollwutgebiet hier teilweise. Es gab ja auch so eine Phase, ne, wo das so, und das war natürlich auch, oh Gott, wenn ihr einen Fuchs seht oder irgendwas, lauft schnell weg.
daran erinnere ich mich als Kind. Aber das waren trotzdem schöne Erinnerungen. Und wir haben echt ganz schön viel Quatsch gemacht in diesem Krater. Also als Kinder eh und als Jugendliche will ich nicht zu viel verraten, aber ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was man als Jugendlicher macht, wenn man in einem Vulkankrater liegt. mit vielen Freunden und vielleicht ein paar kühlen Getränken. Das darf man natürlich nicht und macht es mir nicht nach. Auf keinen Fall. Damals war das ja noch was ganz anderes. Ja. Damals hat man nicht so drauf geachtet. Und das ist auch gut so. Ich meine, damals waren hier auch diese ganzen Wege nicht. Damals war das hier alles so offen. Man ist hier einfach langgeladen. Das ist der Vorteil, man kann sich hier definitiv nicht mehr verlaufen. Das ist so, wenn du einmal drin bist, dann musst du nur noch geradeaus. Das geht auch noch mit 3 Promille. Genau. Oder man kann den Berg runterrollen. So, das sieht ja schon mal sehr majestätisch aus hier. Ja, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil es ist wahrscheinlich auch, weil wir als Kinder und Jugendliche hier immer reingegangen sind. Alles abgesperrt. Wegen dir haben aber die haben hier alles bepflanzt und eingezäunt. Und es war auch früher so, zumindest in meiner Erinnerung, waren viel mehr Steine aufeinander. Und das war so verwinkelt und man konnte sich verstecken. Wir haben so Höhlen gebaut. Das ist jetzt alles weg. Ob das weggemacht worden ist, also es sieht ein bisschen so aus. Oder ob das vielleicht auch von irgendwelchen Regenstürmen und so langsam über die vielen Jahre abgetragen worden ist, das weiß ich nicht genau. Aber da hinten sieht man ja eben, so war das in meiner Erinnerung, überall. Aber wie gesagt, ich war eben schon lange nicht mehr hier feiern. Also dieser Mondfelsen da ist schon spektakulär. Finde ich auch, absolut. Ist, und wenn du jetzt hier in die Richtung kommst, diese Weinberge, das ist auch ganz neu, das war, oder auf jeden Fall nicht aus meiner Kindheit, das war nicht so. Aber da unten, also hier gibt es noch mehrere, sagen wir mal so Ebenen, wo man spazieren gehen kann. Man kann auch ganz nach unten laufen. Aber auf der zweiten Ebene hier, da wachsen keine Äpfel und keine Birnenbäume, sondern die sind so miteinander mutiert und sind zu Äpfel-Birnenbäumen geworden. Und diese Früchte da drauf, die wir früher geklaut haben, Äpfelbäume, und die haben die Prapples genannt früher. Prapple, Pear and Apple. Aha. Aber genau. Und die haben wir früher dann einfach gepflückt. Da war auch keine Absperrung oder so. Das war auch so, dass man als Kind auch nicht drüber nachgedacht hat. Und das war sehr, sehr lecker. Und daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Und Schlittenfahren. Früher, also wir haben letzten Jahre nicht so viel Schnee gehabt. Hier den Berg runter. Hier den Berg runter. Und eins weiter. Das muss man jetzt auch nicht zeigen, aber das ist auf jeden Fall viel steiler. Das nannten wir als Kinder den Todesberg. Denn man fing hier oben an oder noch eine Etage höher und dann fuhr man eben die 4 Etagen runter, wenn man unten angekommen ist. Meistens ist man irgendwo vorher noch reingefahren in irgendwelche Felder. Es ist da auch nichts Schönes passiert, aber das war der Todesberg und als Kinder war das natürlich total aufregend. Und ich erinnere mich, wie gesagt, in meiner Erinnerung, dass wir früher einfach viel mehr Schnee hatten. Also jetzt sind wir beim Todesberg angekommen, wie ich gerade erzählt habe. Und das ist ja schon krasser, als ich in Erinnerung habe. Das fing da oben an und dann fuhr man halt los. Mhm. Und dann ging das halt hier runter. Und wahrscheinlich hier eine Schanze. Und dann geht das wirklich mindestens noch, aber ich würde jetzt mal schätzen, 800 Meter nochmal da runter. Ja, Gott sei Dank ist nichts passiert. Da waren ja auch die Äpfel- und Birnenbäume, die Mutanten. Die fangen dich dann auf. Die haben uns dann aufgefangen, genau. Oh je, oh je. Hier ist gar kein Schild, herzlich willkommen in NRW. Echt jetzt? Nee. So, also ich befinde mich jetzt gerade schon wieder in Rheinland-Pfalz, quasi zu Hause. In NRW. Du in NRW, alles klar. Innerdeutsche Grenze. Ja, wir haben jetzt da hinten in NRW ganz viel von deiner Vergangenheit gehört. Ja, wir haben einen Teil der Vergangenheit NBC Giga heute mal bewusst ausgeblendet. Und da könnt ihr das andere Video, weil wir, Emily und ich, haben uns ja schon mal getroffen, könnt ihr euch anschauen. Da quatschen wir ganz, ganz viel über Internet und so. Und was machst du denn eigentlich heute? Abgesehen davon, dass du hier oben spazieren gehst. Ja, zurzeit gehe ich gerne spazieren. Ich bin auch letztes Jahr, habe ich gezählt, 4,5 Millionen Schritte gegangen. Das war eher so meine Corona. Ich laufe weg von Corona-Ding. Aber ich gehe auch gerne spazieren. Aber ich arbeite natürlich auch, Gott sei Dank. Es war am Anfang von der Corona-Zeit natürlich ein bisschen schwierig. Da muss man sich ein bisschen umstellen, weil die meisten Events, die ich gemacht habe, abgesagt worden sind oder verschoben worden sind. Aber langsam kommt es zurück. Und ich mache viele Festivals, die jetzt nicht stattfinden, aber online stattfinden, so Hybridveranstaltungen. Ich moderiere für ganz viele große Firmen, wo es rund um
Nachhaltigkeit geht, das ist gerade das große Thema und das ist auch ein Thema, womit ich mich sehr viel beschäftige, dazu erzähle ich aber gleich noch was. Ich moderiere aber auch Podiumsdiskussionen zu allen möglichen Themen. Ich bin seit einiger Zeit jetzt eine Future Woman, das ist eine Plattform, wo Frauen, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, präsentiert werden, zusammenkommen. Es ist eine Seite, die man auch einfach besuchen kann, futurewoman.de, und das sind ganz, ganz viele tolle Frauen, die sehr viel bewegen in Sachen Nachhaltigkeit, und ist gegründet worden unter anderem von einer ganz, ganz lieben Freundin von mir, von Janine Steger, mit der mache ich auch einen Podcast übrigens, der heißt Grüner geht's halt nicht. Und da geht es eben darum, dass man nicht sagt, ey, du darfst jetzt aber nicht hier Lederschuhe tragen oder so, sondern es geht darum, dass man in seinem Leben ein bisschen mehr Nachhaltigkeit einblendet. Und ich merke wieder mal, wenn ich hier oben stehe, auf diesem wunderschönen Ort, in diesem wunderschönen Ort mit dieser Luft und dieser Ruhe, ich wohne hier mitten in Köln, frage ich mich manchmal, was mache ich da eigentlich? Und finde einfach, dass man auch direkt um die Ecke, also nicht, man muss nicht große Reisen machen, um total wunderschöne Orte zu sehen und damit auch nachhaltig zu verreisen oder Ausflüge zu machen. Und das ist jetzt ein bisschen mein Fokus, oder ich versuche das immer mehr zu meinem Fokus zu machen. Man muss ja gar nicht sagen, ich war jetzt nachhaltig unterwegs, ich war auf dem Rodderberg, aber meine Güte, ihr könnt ja einfach mal losgehen und gucken, was bei euch in der Ecke ist. Ne? Also ich glaube, wir haben alle das Glück, gerade in Deutschland so viele schöne Flecken zu haben. Und die sollte man einfach genießen, oder?